Einen Anstoß für das neue Aufkeimen der Debatte über Ernst Moritz Arndt gab eine sehr auf Emotionen abzielende Aktion von Gegnern des Namenspatrons. Vor der Mensa verlas Student Sebastian Jabusch kostümiert Ausschnitte aus judenfeindlichen Schriften Arndts. Diese Art, die Kritik darzustellen, steht vielleicht exemplarisch dafür, wie die Debatte zu großen Teilen immer wieder sehr emotional geführt wurde. Die Handlung rief sehr unterschiedliche Reaktionen hervor. Teilweise wurde sie auch falsch verstanden und es wurde sogar die Polizei gerufen, Anzeigegrund Volksverhetzung. Die Aktion vor der Mensa beobachtete auch Carsten Schönebeck, Chefredakteur des Online-Magazins Webmoritz. Als Vertreter des studentischen Mediums war er während der ganzen Debatte als Berichterstatter besonders nah an der Quelle und erinnert sich, wie aus seiner Sicht die Aktion vor der Mensa unterschiedlich aufgenommen wurde. Also ich glaube, die Studenten waren sozusagen der Provokation dieser Aktion etwas offener gegenüber eingestellt. Egal, wie sie zu Arndt stehen, haben sie das wirklich als lustig auch gemeinte Aktion verstanden, ne? Die zum Denken anregen sollte, wogegen, glaube ich, gerade die ältere Bevölkerung von Greifswald das mehr als Kasperletheater und negativ gesehen hat. Der erste offizielle Schritt gegen den Namenspatron kam im Juni 2009, die Vollversammlung der Studierendenschaft mit rund 1200 Teilnehmern. Sie war damit seit langem die erste beschlussfähige Vollversammlung. Ursache dafür kann zum einen eine Verlosung unter allen Teilnehmern gewesen sein, sicher aber auch das polarisierende Thema Ernst Moritz Arndt. Behandelt wurde nämlich ein Antrag, der forderte, dass die Studierendenschaft sich von dem Namenspatron distanziere. Das Für und Wider wurde erörtert, danach stimmten die Anwesenden ab. Mit einem deutlichen Ergebnis, eine überwältigende Mehrheit sprach sich für den Antrag, somit gegen Ernst Moritz Arndt aus. Zu dem Zeitpunkt schien die Haltung der Studierendenschaft zu Arndt eine klare Sache zu sein. Also ich habe damals auch gedacht, das ist jetzt klar und das läuft so weiter. Im Nachhinein muss ich sagen, wenn ich es betrachte, sieht man schon, dass die Stimmung bei dieser Vollversammlung sehr hochgepeitscht war. Und dadurch sicherlich auch, sage ich mal, dieses ganz klare Ergebnis zustande kam. Mit dem Votum der Vollversammlung im Rücken begannen die Arndt-Gegner dann Unterschriften zu sammeln, um eine Urabstimmung zur Ablegung des Namens auf den Weg zu bringen. Im Laufe der Zeit steigert sich die Debatte auf eine Metaebene. Man diskutiert nur noch teilweise über Ernst Moritz Arndt. Genauso häufig geht es um die Debatte selbst. Die angesprochene Debattenkultur kam ja auch mal wieder auf, ne? Also das... Die Arndt-Kritiker gesagt haben, wir werden nicht angehört von vielen Leuten, die sind gar nicht bereit, sich mit uns auseinanderzusetzen. Die Arndt-Befürworter haben gesagt, wir werden immer in eine rechte Ecke gestellt. Die Arndt-Kritiker haben gesagt, wir werden immer in eine linksextreme Ecke gestellt. Das waren schon Nebenkriegsschauplätze, aber ich glaube, dass sich das in normalen Grenzen gehalten hat. Also ich glaube, es ist wirklich viel und auch konstruktiv um Arndt gesprochen worden. Bestes Beispiel für das weniger Konstruktive auf dem Webmoritz, Online-Magazin der Greifswalder Studierenden. Bei jedem Artikel zur Debatte werfen sich Arndt-Gegner und Befürworter über die Kommentierfunktion Polemik oder Unsachlichkeit vor. Nicht selten auf polemische und unsachliche Art und Weise. Also ich glaube, dass sich Leute auch bei uns auf der Seite informiert haben, aber da hat keine Debatte stattgefunden. Das, was da in den Kommentarbereichen steht, würde ich, ja, also eine Debatte hat für mich ein offenes Ergebnis und das haben da die wenigsten bei uns in den Internetkommentaren. Besonders bei den langwierigen und vielfach ergebnislosen Streitgesprächen im Internet konnte man den Eindruck gewinnen, es würde bisweilen die Position für Ernst Moritz Arndt mit gegen Sebastian Jabusch gleichgesetzt. Der Student war als Mitbegründer der Initiative Uni ohne Arndt immer beteiligt, war auch schon sehr emotional beteiligt und bekam so auch viel Kritik seitens der Arndt-Befürworter ab. Na, er war natürlich schon die Ikone der Bewegung. Sebastian hat das Thema ja mehrfach über Jahre hinweg angestoßen. Er war natürlich auch derjenige, der sich dann, muss man ja auch sagen, den Schneid hatte, sich da im Arndt-Kostüm hinzustellen und diese Lesung abzuhalten. Er hat ja lange Zeit auch als der einzige Pressevertreter da fungiert, bis er, glaube ich, dann selber auch gemerkt hat, dass sich das zu sehr auf seine Person fokussiert. Insofern war die Verknüpfung sicherlich nicht ganz falsch. Und wenn es Sebastian Jabusch nicht gegeben hätte, glaube ich, hätten wir diese ganze Debatte nicht gehabt. Sowohl in ihren negativen Punkten, aber auch in ihren positiven Seiten. In der Greifswalder Öffentlichkeit außerhalb des studentischen Mikrokosmos nimmt ebenso die Debatte über die Debatte zu. Dabei wird auch als Frage aufgeworfen,
Wer darf bei der Frage nach dem Namenspatron mitreden? Also ich bin der Meinung, wir sind Steuerzahler hier in Greifswald. Wir als Greifswalder, wir identifizieren uns mit unserer Universität. Ich zum Beispiel bin Mitglied der Bürgerschaft. Wir haben immer alle Aktivitäten auch der Universität unterstützt, obwohl das manchmal nicht immer so ein ganz spannungsfreies Feld war. Aber das ist unsere Universität. Wir tragen die mit und die liegt in unserem Land Mecklenburg-Vorpommern, zu dem wir gehören, mit dem wir uns auch identifizieren. Und da denke ich, hat die Greifswalder Bevölkerung eigentlich ein Wörtchen mitzureden. Ähnlich die Aussage von CDU-Bürgerschaftsmitglied Axel Hochschild. Die Studenten sollten in erster Linie an ihr Studium denken. Für einige der aktiven Studenten wiederum ein Affront. Es ist natürlich so, dass die meisten nach dem Ende des Studiums Greifswald wieder verlassen oder sehr viele das tun. Ich glaube aber auch, dass einige das nicht unbedingt freiwillig tun, sondern halt woanders dann Arbeit finden. Und ich glaube, dass sich da gerade die Leute, die sich engagieren, in welchem Umfeld auch immer, ob es jetzt Abenddebatte ist oder irgendwas anderes, irgendwelche ehrenamtlichen Vereine, dass die das ja sehr negativ aufgenommen haben, dass sie so gesehen werden als Leute, die hier mal 2-3 Jahre sind und dann eh wieder weg. Und die aber eigentlich durchaus willens sind, sich hier auch einzusetzen, zu engagieren. Bei der Vollversammlung im Wintersemester gab es wieder einen Antrag zum Thema Ernst Moritz Arndt. Die Hochschulleitung soll aufgefordert werden, die Darstellung des Namenspatrons auf der Universitäts-Homepage zu überarbeiten. Der Text über den Namenspatron sei nicht kritisch genug. Der Antrag wird angenommen, allerdings war die Vollversammlung weitaus schlechter besucht als die im Sommer und nicht beschlussfähig.